Jetzt stelle ich die Optionen noch vor, wie überhaupt in die Pivot-Tabelle gewandelt wird, weil wir müssen jetzt unsere Datenquelle, die hier schön aufbereitet ist, direkt umwandeln können. Zu diesem Zweck, wie es immer ist, es gibt 1 Million Wege nach Rom. Hier möchte ich 3 vorstellen, das sind auch die 3 wichtigsten, die man hier verwenden kann. Zum einen gibt es eine Tastenkombination. Die Tastenkombination gibt es noch wegen der Version 2003, da wurde ein Assistent zur Verfügung gestellt, extra für Pivot. Und zwar ist das die Tastenkombination Alt-N. Dann kommt automatisch, jetzt war es zu schnell, Moment, ich probiere es nochmal, Alt-N und dann gleich P. Man sieht hier oben noch diesen Tastenkombinationshelfer. Wenn ich jetzt aber mein P drücke, wird automatisch der Assistent für die Pivot-Tabelle und die Pivot-Charts gestartet. Man sieht hier mehrere Optionen. Ich will jetzt gar nicht auf alle eingehen, nur auf die erste, dass wir eben direkt unsere Excel-Liste umwandeln. Deswegen verändere ich hier jetzt auch gar nichts an den Optionen. Wir kommen auf diesen Schritt später in den anderen Modulen nochmal zurück. Hier der erste ist einfach umzuwandeln und zwar in eine Pivot-Tabelle über den Klick auf Weiter wird Excel automatisch einen Bereich erkennen, wenn der Cursor vorher darin gesetzt wurde. Und zwar hatte ich hier vorher auf Fertigung 2 geklickt. Wenn das nicht automatisch erkannt wird, sehen Sie das ja anhand dieses Geflickers, so nenne ich es mal außenrum, also die Markierung letztlich. Und da kann man natürlich auch mit der gedrückten Maustaste den Bereich selbst wählen. Sie können ihn aber auch hier direkt eingeben, zum Beispiel A3 bis P153. Die Dollarzeichen symbolisieren einfach den festen Bezug, der hier für die Pivot-Tabelle relevant ist. Das heißt, da wird nicht mehr nach links, nach unten, oben, unten gerutscht. Das ist wirklich der echte Bezug zu unserer Datenquelle. Mit Weiter komme ich in den nächsten Bereich und zwar fragt mich das System hier, wo dieser Pivot-Datenbericht letztlich erstellt werden soll. Es wird immer vorgeschlagen in einem neuen Arbeitsblatt, das empfehle ich Ihnen hier auch. Über Fertigstellen wird der Pivot-Bericht erzeugt und das Ganze sieht dann so aus. Also erster Schritt erledigt, Rohdaten aufbereitet, direkt umgewandelt in eine Pivot-Tabelle und Sie sehen, was passiert. Dieser Pivot-Bericht wird immer als Tabellenblatt direkt vor unsere Rohdaten gesetzt. Das heißt, auch wenn Sie ein Arbeitsblatt haben, welches 30, 40, 50 Tabellenblätter enthält, ich übertreibe jetzt mal, die Rohdaten liegen immer direkt hinter Ihrer Pivot-Tabelle. Jetzt noch Option 2, die Pivot-Datentabelle zu erstellen. Ich klicke nochmal zurück auf das Tabellenblatt Rohdaten, klicke hier auf das Register einfügen. Dort findet man auch Tabellen, und zwar die Gruppe sowie den Button. Links daneben ist Pivot-Tabelle. Klickt man diesen Button, Sie sehen, der Cursor ist immer noch positioniert auf Fertigung 2, also in meinem Datenblock, passiert genau dasselbe wie beim Assistenten. Automatisch wird ein Bereich erkannt, und zwar in den ich vorher geklickt hatte. Mit dem Markieren über die gedrückte linke Maustaste kann ich das hier ändern. Hier wird sogar schon der Bezug aufs Tabellenblatt direkt noch ergänzt, inklusive des Bezuges auf die einzelnen Zellen, und zwar von A3 bis P153. Und hier unten wird auch schon direkt festgelegt, ob es in einem neuen oder einem vorhandenen Datenblatt erzeugt werden soll. Mit Klick auf OK passiert genau dasselbe. Der Pivot-Bericht wird direkt als Tabellenblatt vor unsere Rohdaten gesetzt. Sieht genauso aus. Man sieht also 2 Optionen, selbes Ergebnis. Nehmen Sie das, was Ihnen lieber ist. Die Personen, die mit der 2003er-Version noch gearbeitet haben, werden eventuell die Tastenkombination schon kennen. Und für die ist es sicherlich hilfreich, dann auch weiterhin damit zu arbeiten. Der Schritt über das Register einfügen, Pivot-Tabelle, ist aus meiner Sicht mit einer der einfachsten, eine Pivot-Tabelle zu wandeln. Okay, vielleicht noch ein Tipp bezogen auf die Menübänder an sich. Man sieht jetzt schon, dass wir in 3 Registern unterwegs waren. Hier könnte man die Befehle, die man wirklich häufig verwendet, auch oben hier in diese Symbolleiste für den Schnellzugriff legen. Das Ganze geht relativ einfach.
Benutzen Sie beispielsweise Pivot-Table sehr häufig, könnte man diesen Befehl mit der rechten Maustaste anklicken. Das System fragt dann, ob Sie es zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen möchten. Das bestätigen Sie dann mit Klick mit der linken Maustaste. Dann erscheint dieses Symbol hier oben. Und dann können Sie tatsächlich im Startregister bleiben, klicken irgendwo in Ihren Bereich, den Sie umwandeln möchten, oder markieren ihn vorher mit Steuerung A, klicken diesen Button und automatisch startet der Assistent, den wir eben bereits gesehen haben. Ich breche diesen mal ab. Das heißt hier, das ist die Leiste für unsere Shortcuts, für unsere Lieblingsbefehle. Und wer mit der Shift-Alt-NP-Tastenkombination den alten Assistenten aufrufen will, den findet man leider nicht mehr im Menüband. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt noch den langen Weg. Das ist der Klick auf Datei, Optionen. Anschließend wechseln Sie hier auf der linken Seite auf Symbolleiste für den Schnellzugriff. Hier splittet sich das Ganze in zwei Bereiche. Links findet man die häufig verwendeten Befehle, rechts das, was in Ihrer, ich schiebe es mal ein Stück runter, Symbolleiste für den Schnellzugriff an Werten hinterlegt ist. Wir wechseln bei Befehle auswählen mit Klick auf diesen kleinen Pfeil auf alle Befehle. Klicken unten in diesen Kasten hinein, betätigen ein P wie Paula oder in unserem Fall Pivot Table. Dann landet der Cursor nämlich automatisch bei P. Dann können wir noch ein Stückchen runter scrollen und dann sehen Sie hier Pivot Table und Pivot Chart Assistent. Den einmal anklicken, auf den Button hinzufügen klicken und schon ist dieser Button hier hinterlegt. Das ist der alte Assistent, der eben mit der Tastenkombination Shift-Alt-NP aufgerufen wird. Das Ganze bestätigt man mit OK. Und dann hat man hier eben zwei Symbole. Dummerweise sind die identisch, aber ich wollte es nochmal zeigen. Wenn man jetzt hier draufklickt, startet eben der Assistent, den wir als erste Option gesehen haben. Wählen Sie einen von beiden aus, im Grunde jeder, wie er mag. Wenn man es wieder entfernen will, rechte Maustaste auf den entsprechenden Befehl aus der Symbolleiste für den Schnellzugriff entfernen. Also das System zeigt sowieso immer nur das an, was möglich ist in dem Moment und so kann man dann diese Symbole wieder aus der Leiste herausnehmen. Also filtern ist zum Beispiel ein ganz beliebtes Filterlöschen, was ich persönlich sehr, sehr gerne nutze. Die Pivot-Tabelle selbst, das ist nicht so wild, weil das ist auch nur ein Klick. Probieren Sie es einfach mal aus, vielleicht erleichtert es Ihren Alltag.